Ein kurzer Ausschnitt aus Kupipidi. Das ist die größte Opalstadt der Welt. Hier leben 3.500 Menschen und die ganze Stadt sieht so merkwürdig aus wie der Mond. Auffallend ist, dass hier alles unter der Erde ist, weil es ist so heiß in dieser Stadt und in der Nacht so kalt, dass die versuchen, möglichst viel unterirdisch zu bauen. Und noch auffallend ist, es gibt hier tatsächlich ein paar Bäume und die sind wirklich mit viel, viel Geduld und Liebe gezogen worden, denn es gibt überhaupt kein Wasser. Es wird also alles mit irgendwelchem Grundwasser hier, 3 bis 4 Bäume. Hier ist alles underground gebaut, wie zum Beispiel auch diese Kirche, die schauen wir uns gleich an. Denn nur unter der Erde herrschen immer die gleichen angenehmen Temperaturen. Und so sieht es dann aus, wenn man eingetreten ist. Das ist die Vorhalle, alles aus Stein. Und jetzt gehen wir da hinein. Schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Dunkelheit. Jetzt geht das Licht an. Ich habe es eingeschaltet. Ist das nicht heiß? Alles unterirdisch. Und es ist tatsächlich, es ist angenehm, es hat 22 Grad. Toll. Und so sehen dann die Opalminen aus und deswegen ist das Ganze hier so mondartig, weil sie das richtig aus der Erde so ausgefressen haben, die Hügel. Einfach cool. Das hier zum Beispiel ist eine Tankstelle. Da sind die Zapfsäulen. Schick! And if you like to come this way a bit, then here you could sit down and read a book. Das ist übrigens keine Geschichte. Hier leben die Leute nach wie vor, weil es einfach am angenehmsten, bequemsten ist und weil die Leute sowieso schon da sind. Well, my whole hurricane should outlive me. I'm nearly 75 and I don't want to live to 120, right? But then again, if it does happen and my hole gets full, what then? I could never have another hole drilled right next to the old hole because the ground's all waterlogged, right? So I would have to go out. Lord. Da ist jetzt unsere Führung zu Ende. Jetzt sind wir wieder oben in der Cafeteria. Oben ist gut, wir sind immer noch 20 Meter unter der Erde. Der Markus macht sich jetzt hier ein gratis Kaffee. So, also das ist der Kaffee. Super, einmal Pulver. Zwei Pulver. Jetzt kommt ein bisschen Weißer. Super. Und jetzt kommt Wasser. Und jetzt haben wir einen Kaffee Deluxe. Lecker.